Und deswegen darf ich auch gerade mal jetzt eine Aufnahme starten und hoffe, dass das auch einigermaßen funktioniert. Ich habe nämlich gestern schon gesehen, dass die, oder heute Morgen, dass die Webcam da sich ein bisschen die Probleme macht, aber das wird doch schon gehen. Ja, wir fahren heute für DPT. Wir müssen Tafelgeschirr nach Kiel bringen. Und da hätte ich auf jeden Fall heute schon mal Lust drauf. Ach, aber da. Genau, wir fahren wieder mit unserem schicken Skin. Ja, also, auch wenn da jetzt diese Woche nicht so viel mit ETS kam, bin ich doch einigermaßen schon unterwegs, ne? In diesen schönen Tagen. So. Achso, ich habe ja noch. Oh, cool. Vorführeffekt. Ich habe ja noch die Automatik drin. Ich bin nämlich heute Morgen noch die. Ja? Ja, halt unten an der Spüle den Finger drauf. Dann geht es. Die Aufnahme fortführen können. Weil wir fahren nämlich jetzt erstmal zu DPD. Ich habe schon gesehen, was du mal geschickt hast. Neues Repaint. Schade, dass man nichts vom Modder mehr hört. Finde ich ein bisschen schade. Aber, das passt so. Deutschland gegen Frankreich. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber wir gucken uns heute noch ein paar Zusammenfassungen an. So. Oh, schön. Das ist doch toll. So, also wie gesagt, wenn ihr Auftragsstatus haben wollt, könnt ihr jetzt über Kanalpunkte den Auftragsstatus abfragen. Da steht nämlich schon alles drin. Oh, was haben wir? Ach, sie. Oh, schön. Nach 8 Sekunden. Lass mich raten. Justin hat Zork gespielt. Er hat Zork geschossen. Ist doch toll. Ja, das. Ey, da können wir ja gleich mal den. Wenn wir fertig sind mit Fahren, können wir ja gerne mal die Zusammenfassung anschauen, ne? Und falls ihr mit in den Discord gehen will, zu mir kommen wollt, ich bin gerade nämlich auf meinem offiziellen, dann Ausrufezeichen DC, nicht bei der RSG. Bei der RSG werde mal morgen drin sein. Aber ja, da könnt ihr gerne noch dazukommen, da können wir ein bisschen schnacken. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr halt noch mit auf den Aufnahmen halt drauf, ne? Was natürlich für mich auch Pluspunkt ist. Der neue Lewandowski, oh, ich gebe. Ja, genau, gleich Johannes, da werde ich gleich was dazu sagen. Aber jetzt lass uns erstmal den Auftrag da holen. Und dann ganz gemütlich uns in die. Du hast Stuttgart mal gerufen, weil ich schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich mal wieder was gefahren bin. Ne? Und das ist halt schon, ja, eine feine Sache. Da will man heute noch ein bisschen mit euch den Tag verbringen. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr auf den Discord kommen wollt, Ausrufezeichen DC oder die, wo es halt wissen, dann ziehe ich euch dann gerne in den Channel rein. Und ja, wie gesagt, YouTube. Da bin ich auch live. So. Kommen wir erstmal hier rüber. Fahre ich jetzt auch gerade voll im Kreis rum. Ja, das glaube ich. Europameister ist sowieso ein bisschen schwer, ne? So. DPD geradeaus. Halt, echt. Aber ja, das kriegen wir mal hin. Irgendwann wird man wieder Europameister.
Naja. Aber wenn das Spiel wirklich so gut ist, oder gut war, in 8 Sekunden, wirklich in 8 Sekunden, heftig. Das muss ja. So. Nichts geht über DFB gerade. Aha. Okay. Ah, schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich jetzt auf YouTube mir die Empfehlung gegeben wurde, dass ich bei Sky die Zusammenfassung von Formel 1 ist, gucke ich da ziemlich viel wieder zu. Und vor allem geht es nämlich um einen jungen Fahrer, der, weil der letzten Sainz hat ja irgendwie im letzten Rennen gesundheitliche Probleme. Und dann ist ein Biermann. Den habe ich auch mal bei Speedy im Discord mal verlinkt. Ein junger Fahrer. Wie gesagt, er ist ja für Ersatz für die Ferrari. Für Ferrari gefahren. Und der ist mir so ins Auge gestochen. Und ich mag ja Nachwuchsfahrer, das ist immer das Beste an der ganzen Sache. Oha, heftig. Das ist heftig. Na? Bremsen, lol, guten Morgen zusammen. N. Hessen Sander, moin moin. Ja, die Handbremse wohl eher, wa? Die Handbremse. So, wo will er uns denn hinschicken? Wo sind meine Pylonen? Da, wo du nicht bist, hahaha. Glaube ich auch, ne? Ach, Herrjemine. Naja. So, ja, Hessensand, erstmal auch dir wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Freut mich auch auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Hier dran vorbeigeschnackt, ne? Ja, da stehen sie doch, die waren Hast du bei. das Add-on Berlin 300? Nein, leider nicht. Ich werde nämlich, bin. Ganz kurz, da, ich werde dazu auch noch gleich was sagen. Jetzt. Lass mich erstmal ankoppeln. Oh, das wird gar nichts hier. So. Der ist, was macht. Der fährt einfach nicht mehr weiter. Ach du Scheiße. So schlimm. So schlimm. Oh ja, sehr viel verlernt. Ey, wir wollten ja eigentlich noch Tandem-Gliederzug fahren, ne? Denk dran, Hessen. So. Ja, schon mehrere Touren abgebrochen, weil er nicht weiter. Ach, das ist doch ein Mist. Das ist doch ein Mist. Das ist ja wirklich. So.
Ah, weiß doch, die Fahrschule will ich machen. Die Fahrschule will ich machen, aber sehen wir gleich. So, danke. An sich ist er ganz. Ah, okay, ja gut. Wir fahren auf jeden Fall nicht zurück. Stuttgart. Ja. Das stimmt, das stimmt. Die Kasseler Berge meiden wir. Denn Kiel wurde ja auch überarbeitet, ne? Eieiei, da gibt's einiges zu entdecken, ja. Aber immerhin. So, ja, da gibt es einen großen Unterschied. Aber ich sage, die Herausforderung ist das Ziel. Deswegen macht es ja so mega Spaß. Aber gut. Mit Mr. Kexiano angeschaut, das Addon. Okay, oh. Tja, liebe KI, ich glaube, ihr habt schon wieder nichts dran geändert, ne? Ich hasse es, wenn es nicht, klappt. Egal. So. Okay. Wow. Na gut. Das ist schade, dass halt das Solar eh Solar ist. Gerade weil ja, die von der RSG mal wollen ja ein bisschen. Bisschen E-Mobilität reinbringen. Aber ja. Ach du. Es liegt auch ein bisschen auf meine Aufmerksamkeit, ne? Das ist ein bisschen problematisch, aber passt ja. So, meine Lieben, die SCS arbeitet ja heftig und fieberhaft an Patch 1.1.50, ne? Ich fand es sehr überraschend, als die Vorstellung mit diesem Tandem-LKW da haben. Oder mit dem Gliederzug. Nur habe ich gesehen, keine Anhängerwand dran. Ich habe noch mal kurz reingeblickt und eine Zusammenfassung gesehen. Und an sich finde ich sehr nicht schlecht, ne? Aber ihr wisst, was ich dazu meine. Manchmal sind die Mods besser als wenn dann von denen dann was rauskommt. Also ich kann. Ja. Ja, schauen wir mal. Also. Schreibt er das Thema mal für morgen früh auf. Ein Tandem? Tandem ist. Ich dachte, dass der Mod vom. Okay. Ups. Also wenn du Wechselbrücken fährst, das ist halt, denke ich mal, das ist definitiv ein Gliederzug, ne? Da sind wir uns ja einig, oder nicht? Weil darum geht's mir, mit der drehbaren Deichsel quasi. Das ist nämlich das Ziel, was ich da nämlich, zumindest was ich da lernen möchte. Habe ich auch schon öfters mal gesagt, ey, wann kommt da die Fahrschule? Aber da kam mir immer wieder was anderes, wo ich dann geguckt habe und was da dann wieder kam. Oh, ja. Kam immer ab und zu mal was dazwischen, aber ist ja schon gut. Deine Bank. Achse vorne. Der Tandem hat keine. Okay. Ah, das ist gut zu wissen. Okay, gut zu wissen. Na, dann hoffe ich, dass es bei mir jetzt auch mal in der Birne richtig sitzt, ne? Ja, genau. Geteilter Sattelzug, ja. Da hast du recht.
Ja, aber das ist halt die Herausforderung. Ganze Zeit nur, ne? Denn hier zu fahren ist zwar alles schön und gut, ist zwar leicht, aber so eine kleine Herausforderung wäre halt nicht schlecht. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt bei dem 1,50. Auch wenn ich jetzt noch bei dem 1,49 unterwegs bin. Und TMP, ja, da hast recht. Macht weniger, aber ich bin jetzt so gern auf Bleifuß unterwegs, ne? Also gemütlich fahren, ja. Aber ich mag halt nicht immer so von den anderen halt abgeschossen werden. Weißt du, gerade wenn du eine geile Community hast, und ihr seid ja auch eine geile ETS2-Community, ne? Und man fährt zu fünft oder zu sechst auf TMP rum, und dann kommt irgendeiner und schießt dich ab. Ihr kennt's ja, ihr kennt's doch. Da ist die Laune schon wieder futsch, da regen sich wieder viele auf und ja. Also, da fahre ich lieber auf den No-Collision-Server rum, wo nichts ist. So, dann machen wir mal einen schönen Screenshot. Den darf man natürlich auch nicht vergessen. So. Gut, also, Justin, mit dem E-Solaris können wir gerne morgen mal drüber schnacken. Morgen früh, weil morgen fahre ich wieder um sie. Und was wir jetzt aufnehmen, das wird die Woche auch kommen. Wir werden morgen, ja, wie gesagt, ein bisschen über Omsi schnacken, fahren, weil ich habe die Woche 16 bis 24, also ja, bis 0 schaffe ich, arbeite ich dann. Das hat einen schönen Vorteil, ich kann vormittags noch ein bisschen streamen. Allerdings werden wir für ACC diese Woche ein wenig weniger machen, also auch für die LFM ein bisschen weniger. Das heißt, ich werde gar nichts machen, aber ich habe jetzt halt momentan die Möglichkeit, mich für ein paar andere Projekte noch schlau zu machen, was wir ja geplant haben, vor allem den Rettungshubschrauber, weil es kommt bald Flocken. Ja, wir haben ja schon dann Ende März, ersten Quartal, wie ich so schön sagte, mein Ziel zu erreichen. Und hier möchte ich ja noch ein bisschen umbauen. Und muss mich noch um privat paar Termine kümmern. Alles, was man sich vor sich herschiebt, ne? Und falls ihr im Hintergrund irgendwas hört, meine Freundin lacht sich gerne wieder den Arsch ab. Ihr kennt's. Ja. Nein, nein, nein. LS22 RP. Nee, das nicht, Freunde. Das eher jetzt mal nicht. Ja, also, wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Streamzeiten bei mir auf Twitch ein bisschen immer ändern muss. Für jede Woche. Wegen den Uhrzeitmäßig, ja, weil, ja, die blicken das wirklich nicht, oder. Ja, ich wünschte mir da auf jeden Fall eine Änderung. Aber ob das so ist, das weiß ich nicht. Ob das so wird, das weiß ich leider nicht. Ob das gar von Twitch noch so kommt.